Seid gegrüßt zurück zu Expeditions Rome. Wir wollen gerade mit Sextus reden, denn unsere Waffenkammer ist fertig. Legate, gut, dass ihr vorbeikommt. Diese Rüstung, in der Kalida herumläuft, die mag zwar ihre weiblichen Körperformen gut vertuscht haben, aber sie wäre mit etwas, das eher zu ihrem Körper passt, besser dran. Lasst mich wissen, wenn ich mir das mal anschauen soll. Ich bin froh, dass ihr euch entschieden habt, euch uns anzuschließen. Der Konsul dachte, es wäre sinnig, mich rüberzuschicken und auszuhelfen. Habt ihr Ideen für Kalidas Rüstung? Ich denke, wir können mit ein paar kleinen Änderungen einiges verbessern. Ich habe noch ein paar Reste hier, die wir verwenden können. Zerlegen wir das erstmal in seine Bestandteile, schauen uns an, was übrig ist und planen alles Weitere. Okay. Wir reden erstmal mit ihr. Wenn wir darüber reden können. Was kann ich für euch tun? Okay, kann ich nicht. Denn einfach ihr sagen, ja, du kriegst jetzt eine andere Rüstung. Das. Ja, wie mache ich das jetzt? Bestverwaltung. Das ist die Triage-Menü, in dem ihr Verwundete behandeln könnt, um ihr vorzeitiges Ende abzuwenden. Nee, also hier kann man nichts. Vorpostenverwaltung, schau mal hier. Ich auch nichts mehr. Ach, da unten. Da unten. In der Waffenkammer könnt ihr neue Ausrüstung oder taktische Gegenstände herstellen und bestehende Ausrüstung verbessern oder modifizieren. Lasst euch kurz einen Augenblick geben. Diese Liste enthält alle Anleitungen, die ihr kennt. Ihr werdet beim Erkunden der Welt weitere Anleitungen finden. Sie werden im Handwerksreiter eures Inventars erscheinen, wo ihr sie mit einem Rechtsklick lernen könnt. Oh, müsst ihr also alle noch lernen. Materialkosten, die zum Herstellen des ausgewählten Gegenstands nötigen Materialien, werden um diesen Ring herum angezeigt. Ihr könnt Handwerksmaterialien finden, wenn ihr die Spielwelt erkundet und Feinde plündert. Oder indem ihr Gegenstände zerlegt, die ihr nicht braucht. Diese Fläche zeigt die erwarteten Eigenschaften des ausgewählten Gegenstands an. Die meisten Werte werden bei der Herstellung zufallsbestimmt, was durch die angegebenen Wertspanne angezeigt wird. Die Fähigkeit einer hergestellten Waffe sind unbekannt, bis sie gefertigt wird. Aber ihr könnt die maximale Anzahl der Fertigkeiten sehen. Aha. Dies ist euer Handwerkswarteschlange. Jedes Mal, wenn ihr beschließt, einen Gegenstand herzustellen, wird er der Warteschlange hinzugefügt. Die Gegenstände in der Warteschlange werden einer nach dem anderen hergestellt, solange der Werkstatt ein Prätorianer zugeteilt ist. Okay. Ich habe hier natürlich kaum Gegenstände. Aha, taktische Gegenstände kann ich ja auch herstellen. Okay. Ihr könnt eure Lieblingsgegenstände verbessern, damit sie mit der restlichen Ausrüstung mithalten können. Das Verbessern eines bestehenden Gegenstands funktioniert ähnlich wie das Herstellen eines neuen Gegenstands. Abgesehen davon, dass es sofort passiert. Die Werte des verbesserten Gegenstands werden verbessert, aber die Fähigkeiten einer Waffe werden sich nicht ändern. Das ist ganz praktisch, weil ich zum Beispiel mit meinem Schild, das der Hauptcharakter trägt, zufrieden bin. Schauen wir mal kurz, ob wir eine neue Quest haben. Eine bessere Lorica. Oder Lorica. Das I ist kurz. Naja, auf dem A wird es auf jeden Fall nicht betont. Zeigt Kalidas Rüstung in eurem Inventar. Dauert das. Nimmt das Verrät.
Weiß nicht, was die Rüstung von hier ist. Der gemeint, wo muss ich die zerlegen? Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich muss die in meinem Inventar zerlegen, ne? So. Mit Rechtsklick scheinbar. Mal. Warte, kann ich hier auf Charakter, Namen, Art, Qualität? Art? Rüstung. Schauen wir erstmal, ob wir eine Rüstung haben von ihr. Lorica Brecale. Synoros wird wahrscheinlich dabei stehen. Pontisch. Kalidus alter Hamad. So. Die habe ich jetzt zerlegt. Die gemeint. Okay, einer Kundschafter Hamata in Auftrag geben. Hamata eines Speers? Hier gehört Kalida. Sieht so aus, als sollte ich das herstellen. Dann geben wir dir mal noch mal deine Kapuze. Täter Kapuze. Santa wahrscheinlich. Kritischer Schaden 1. Kritischer Schaden 2. Es sieht einfach immer wieder lustig. Verwaltung wollte ich nicht. Doch, Verwaltung wollte ich. Bis Handwerk. Anleitung in der. Ja, gut. Komm, lernen wir einfach alles. Wir lernen. Wenn Lernen so schnell gehen würde, ne? Wird vieles vereinfachen. So. Ja, wir könnten zum Beispiel den Ägäis zum Beispiel auch bauen. Ich wäre dafür, dass wir das sogar machen. Was war das? Mit der Sichelklinge, die kann ich auch bauen. Wollte ich das nicht. So. Spezialgegenstände werden auf jeden Fall mal gebaut. Also. Da wisst ihr. Hier kann man ja sehen, was die machen. Ich würde gerne einen Gegenstand einfach so herstellen. Aus dem einfachen Grund, dass ich gerne wissen würde, wie das jetzt mit diesen Waffenfähigkeiten verhält. Was modifizieren? Gegenstände modifizieren. Jetzt, da ihr die Anleitung für ein Affix gelernt habt, könnt ihr auch einen eurer Gegenstände modifizieren. Wählt den Gegenstand, den ihr verändern wollt, hier aus, um eure Option zu sehen. Gegenstände modifizieren. Der Gegenstand und all seine existierenden Affixe werden hier angezeigt. Gegenstände von höherer Qualität besitzen mehr Affixe, aber ihr könnt nur einen Affix pro Gegenstand verändern. Klickt auf den Affix, den ihr verändern wollt, um das Menü mit euren Optionen zu öffnen. Ich kann extra Wuchtschaden durch extra Wuchtschaden auch verändern. Ah, Beispiel Feuerresistent. Praktische Gegenstände gibt es hier auch. Naphtha bräuchte ich für Krug mit griechischem Feuer. Wäre natürlich wirklich sehr praktisch. Krähenfüße.
Nix. Reichweite 8. Davon stellen wir mal eine her. Wir können ja immer wieder auffrischen. Das ist ja das Praktische. Wir müssen ja nur einmal herstellen. Honig. Rosinen. Ah, wirkt berauschend auf Verbündete. Plus 2 Basisschaden, plus den. Aha. Also Nafta müssten wir uns irgendwo besorgen. Das klingt nach einer guten Idee. Wasserkrug. Wasserkrug wäre natürlich auch interessant. Komm. Wenn wir schon dabei sind, machen wir mal ein paar taktische Gegenstände. Und stellen auch einen Wasserkrug her. So. Und einen so Gegenstand so wollte ich noch produzieren. Dafür, wir produzieren vielleicht einfach mal einen römischen Stab. Sagt. Achso, zufällig aus allen möglichen. Eigentlich. Machen wir trotzdem mal. Ich glaube, Stäbe habe ich nicht so viel. Aber gerade das finde ich etwas blöd. Vielleicht können wir irgendwann die Fähigkeiten auch modifizieren. Leer mal. Wird jetzt geklärt. Wir bauen auch die Rüstung für. Ave Legate. Okay. Dann, was gibt's hier noch? Irgendjemand kann noch eine Fähigkeit bekommen. Du kannst eine bekommen. Du einen Feind tötest. Aha. Und du. Hier, bei dir verbessere ich. Und dann löst aus dem Niederschlagen beim Ziel. War ganz interessant, aber ich nehme als nächstes den Greifschuss. So. Ave. Ja, was machen wir denn jetzt? Eigentlich müssten wir die Zeit einfach verbrauchen. Vertreiben und. Wir könnten, wenn die eine Mission unten rechts wieder bereit ist, die Mission nochmal machen, uns ein paar Sklaven holen. Und wenn wir eine Menge Sklaven gekriegt haben, könnten wir dann uns nochmal Dinari dafür für die Sklaven holen. Ah, die Mission ist im Moment nicht aktiv. Okay, wir holen die Rüstung ab. Und treten. Der baut jetzt erstmal auch schön fleißig. Und schauen wir mal, wie viele Soldaten wir haben. Vielleicht mit der Armee können wir ja theoretisch schon mal ausrücken. Die Ausrüstung brauchen wir ja nur für uns. Wenn wir. Ah, das ist eine. Die Ausrüstung brauchen wir ja nur für uns, wenn wir dann persönlich kämpfen. Ich habe die Ausrüstung fertig, die ihr wolltet. Ist ganz gut geworden, wenn ich das selber so sagen darf. Ah, Rüstung 1. Ihr könnt sie gleich abholen. Bewegung minus 1, das. Ja, gut. Alle Widerstände 3. Lebensenergie 63%. Lebensenergie 4. Widerstand gegen Buchschaden 7%. In der Waffenfähigkeit mit Ladung. Verwendet, besteht eine Chance von 50%, dass ihr die Ladung zurückgehaltet. Oh. Das ist. Das will ich haben. Das ist schlechter. Alle Widerstände geht etwas runter. Rüstung ein. Ah. Irgendwas besserlich. Ah, ja, hat sich. Eindeutig. Was ist denn mit dir? Unser Heiler. Der zweite.
So. Und wir haben dann noch einen Sagittarius. Ja. Du kriegst dann das hier. Ketten des Verräters. Guten Tag. Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht können wir mit ihr darüber reden. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt mag oder nicht mag. Oder. Was kann ich für euch tun? Nee. Der kann man immer noch so wenig reden wie die ganze Zeit. Bei der? Rekrutierung. Dann gehen wir mal raus. Im Zweifelsfall warte ich jetzt einfach einen Moment. Und passt auf, wenn ihr in den linken Turm klettert. Die Leiter ist etwas wackelig. Gut. Ich wollte nicht in den linken Turm klettern. Aber wenn die etwas wackelig ist, solltet ihr die mal festmachen. Wo doch wirklich jemand abstürzt. Wäre echt peinlich, wenn wir mehr verletzt hätten durch die Leiter als durch die Griechen. Wie sieht's denn aus? Wir sind bei 3016 Truppen. Ich denke, wir können tatsächlich jetzt Kyzikos angreifen. Machen wir jetzt auch. Wir greifen Kyzikos an. Kyzikos an. Die Pontische Armee in Kyzikos. Angriff. So. 100, 100, 100, 100, 100. Die schulden wir mal nicht. Scheinst am ehesten. Du hast die höchste erhaltene Mannschaft, die höchsten Plünderungen an Ressourcen. Und zweimal 100. Also du bist doch eigentlich perfekt für diesen. So, Risiko für Centurius können wir verringern, Verteidigung können wir erhöhen. Das klingt doch schon mal. Risiko für Kommandant und Centurius. Nee. Feindliche Verteidigung minus 30, feindliche Aggressivität können wir erhöhen. Nee, wir erhöhen unsere eigene Verteidigung und senken gleichzeitig das Risiko. So. Wir können jetzt Lucullus Magnus machen. Das funktioniert nur einmal, hat er gesagt. Und der Sieg hier scheint uns relativ sicher zu sein. Wir könnten dann aber die gesamte feindliche Armee vernichten. Okay. Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, das spare ich mir noch auf. Wenn durchaus nochmal gegen eine Armee von ihnen kämpfen. Dann werden sie zwar nicht zerstreut, aber das ist für uns auch nicht unbedingt so von Bedeutung. Wir finden aber einen Ansturm. Wir machen einen Ansturm. Verringern ihre Anzahl. So. Könnten unsere Moral erhöhen, dafür verlieren wir Leute. Aber höhere Moral ist. Viele Aggressivität, Verletzung. Zurückkehrten Legionen kriegen wir mehr. Wir bleiben stehen, erhöhen die Moral. Das ist irgendwie vorausschauender. Jetzt Maus kurz hängen geblieben. Wir nehmen natürlich Bayern. Ich will die Moral so hoch wie möglich pushen. So. Sieht doch gut aus. Wir kriegen noch 4 Sklaven, 7 Rationen, 13 Dinari. Haben die Region besetzt. So, jetzt muss ich hier hin. Oh, Liebenhain, eingebundener Pfad. Ach, den kennen wir schon. Wir drehen um. Diesmal. Ja, dafür gibt's. Letztes Mal gab es, glaube ich, einen Moral. Was?
Das ist irgendwas. Die Eisenmine. Wir haben eine Menge Gegenstände hergestellt. So, Quizzikos müssen wir noch befrieden. Das wird nicht unbedingt das Problem sein. Wobei, wird bestimmt interessant auch. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir schaffen es auf jeden Fall immer weiter vorzurücken. Bis jetzt gab es nicht so große Probleme. So, erstmal Gegenstände. Dann fragen wir nachher. Ich habe die Ausrüstung fertig, die ihr wolltet. Ist ganz gut geworden, wenn ich das selber sage. Also, sagen darf. Das sieht doch schon mal gut aus. Ihr könnt sie gleich abholen. So, ihr könnt euren Angreifer, der euren Schild im Nahkampf beschädigt, mit 50% erblinden lassen, das eine Zielgenauigkeit 1% heruntersetzt. Das wiederum erzeugt eine 50%ige Chance an Fehlschlägen. Ja, nice. Würde ich mal sagen. Gelegenheitsangriff kann zweimal ausgelöst werden. Ich hoffe, alles ist gut. Basisschaden Maximum 4, Basisschaden Minimum minus 3. Kritischer Schaden 2. Das Schwert, mit dem Kronos Uranus kastriert wurde, mit dem Perseus die Medusa geköpft hat, ist nun in eurem Besitz. Es sieht alt aus, ist jedoch perfekt erhalten. Der ungewöhnlich sichelförmige Teil nahe der Spitze kann sicher auf interessante Art und Weise eingesetzt werden, sobald ihr euch daran gewöhnt habt. Ausfallen 6 bis 16 durchbohrender Schaden addiert eurem kritischen Schaden zum Angriff hinzu, zählt aber nicht als kritischer Treffer. Überwältigen richtet maximalen Schaden an, aber kann keinen kritischen Treffer landen. Ein Schildstoß, ja. Ich denke, da habe ich schon eine Idee, wer das kriegen könnte. Rundumschlag und Erschütterungsschlag. Das ist auch ganz nett. Holen wir mal ab. Und zwar würde ich den dir gerne geben. Kritischer Schaden und Basisschaden geht etwas runter, aber... Das ist jetzt interessant. Vergleichen wir mal. Also mehr Schaden auf jeden Fall. Gut, machen wir es so. Sieht doch ganz gut aus. Schild ist die Frage, ist der besser? Der ist besser. So. Dann, du behältst deinen Stab. Das steht nicht zur Debatte, aber wir haben hier einen Stock. So hat der nur, wenn ich den gebe. Weiß es nicht. Du warst das nicht mit dem Heilen. Ich gebe mal unserem Heiler den. Der Heiler. Du kriegst jetzt mal den Stab. Vielleicht kommt, hat er hier dann eine Heilfähigkeit. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch gar keine Fähigkeit dort. Ich vermute tatsächlich eher Zweiteres, aber werden wir dann sehen. Ein bisschen komisch, dass da nur zwei Fähigkeiten sind. So, dann haben wir hier noch. Du hast einen Verband. Wir haben hier auf jeden Fall die Krähenfüße. Die Krähenfüße geben wir mal an Bestia. Was? Weil da oben ist? Keine Ahnung. Dann haben wir noch Wasser. Das geben wir hier und komm, kriegst das. Das ist dann auch verteilt. Gut. Hört gut aus. Reden wir mal über die Befriedung. Ich hoffe, alles ist gut.
Das hoffe ich auch. Die Befriedungsmission, wenn wir nächstes Mal machen. Wir werden einen Verwalter aussenden, der die neu eroberte Region leiten soll. Aber die Spekulatoris haben uns vor einem Attentat gewarnt. Attentat? Das klingt ernst. Vielleicht. Wir sollten nichts überstürzen. Kleine Herrscher sind ebenso in der Lage, Ränke zu schmieden wie die Großen. Unsere übliche Eskorte sollte doch sicher stark genug sein, um einen einzelnen Attentäter aufzuhalten. Das ist beruhigend, solange wir nur von einem einzelnen Attentäter ausgehen. Das tue ich nicht. Ich glaube, dass wir eine deutlich stärkere Eskorte brauchen werden. Und selbst wenn wir diesen Attentäter aufhalten können, woher wollen wir wissen, dass die Gegner es nicht erneut versuchen? Das können wir nicht. Aber sobald unser Verwalter vor Ort ist, kann er seine eigenen Maßnahmen treffen und die Verantwortlichen für diese Verschwörung bestrafen. Wir müssen eine Gruppe für die Eskorte zusammenstellen. Einige unserer fähigsten Kämpfer. Der Attentäter wird eine böse Überraschung erleben. Das wird ihm eine unvergessliche Lehre sein, wenn er denn überlebt. Ave Legate! Okay, dann fragen wir jetzt mal nach der Moral. Ich kann nur berichten, dass alles gut ist. Natürlich gibt es ab und zu etwas Gemurre, aber das ist beim Militär normal. Die Legionari respektieren euch. Ja, gut. Ave Legate. Berichte zum Mann Stärke der Legion. Wir sind nicht bei voller Kampfstärke, aber wir haben genug Männer, um klarzukommen. Auch falls eine Schlacht bevorsteht. Das ist auch schlimmer noch, die Männer haben kaum Erfahrung. Wir sollten in diesem Zustand jeden Kampf meiden. Ich sollte auch darauf hinweisen, dass wir nach den letzten Kämpfen recht viele Verletzte haben. Sobald sie wieder einsatzfähig sind, werden wir ein besseres Bild abgeben. Okay, wir werden jetzt Kämpfe mal vermeiden erstmal. Aber Nick, habt ihr gesehen, dass Sextus in unser Lager versetzt wurde? Oh, der Schmied von der Prima Italica? Das ist sehr gut. Suchen wir ihn später mal auf. Meine Feldflasche ist kaputt. Ja, dann solltest du da was machen. Du bist wieder bei Kräften. Das. Achso, da wird ja der Fortschritt gelöscht. Ja, gut. War gut, dass ich das nicht gemacht habe. Dann sollen wir mal auf den Kopf gehen und wir gucken, ob wir was produzieren. Dann reden wir mit unseren Freunden hier. Ich vermute, da können wir immer noch nichts machen. So, das ist gemacht. Wie gesagt, der römische Stab. Den falschen Stab hergestellt. Der hat ja drei. Hat auch drei. Er hat drei. Was bitteschön habe ich hergestellt? Ein bis zu drei. Ja, gut. Das erklärt. Nur ein Schild wäre natürlich auch ganz praktisch, aber da haben wir im Moment nicht viel. Aber noch einen römischen Stab in Auftrag geben. Könnten wir tatsächlich machen. Bogen wäre auch interessant. Das machen wir mal gerade. Und wir werden gleich zwei in Auftrag geben. Und schauen, ob wir nicht einen Bogen kriegen. So, dann schauen wir mal. Gibt es was zu schwätzen? Ich stehe euch zu die... Vermute dann da oben auch nicht. Domine. Also raus aus dem Lager. Die Folge wird dann gleich beendet und wir. Moment, da ist noch was. Etwas Neues zu geben. Schauen wir doch mal, was es Neues gibt. So, Medizin haben wir wieder ein bisschen was. Ach, es gibt neue Sklaven. Mit Nahrung aus. Für 195. Ich möchte schon noch ein. Komm, wir holen uns mal 6 Sklaven, das war auf 20.
Und dann gehen wir raus, gucken mal, ob wir uns... Achso, wir können noch nicht, wir müssen natürlich jetzt jeden... Ja. Ich meine, in der Region wäre auch ein Bauernhof. Da können wir auf jeden Fall neue Nahrungsmittel bekommen. Im Moment haben wir noch genug von dem Zeug. Ja, hier ist ein Bauernhof. Da neue Nahrungsmittel. Für 15 Sklaven. Brauche ich 25. Gerberei. Wohnung 25. Ach, weil die besetzt ist, dann kriege ich sogar noch was. Ist aber noch nicht befriedet. Also, Legionsmission. Region befrieden. Das wäre hier drüben. Dann schauen wir gerade mal. Wir könnten aber kurz in der Gruppenverwaltung noch was anderes. Das mache ich jetzt noch. Dann beende ich die Folge. Und zwar haben wir ja hier diese Pilum und so weiter. Meinen Hauptcharakter lasse ich die mal. Aber Sinnoros gibt die mal ab. Es wird wie immer, wird Quintus mitgehen. Wir geben dir mal die Sachen. Wenn ich nicht unbedingt will, dass du die hast. Dann im Zweifelsfall haben wir sie dann dabei, bevor ich es vergesse. Unser Sagittarius, der auf jeden Fall mitkommt, kriegt die Krähenfüße. Und du warst doch unser Heiler, oder? Ja. Kriegst die Wasserflasche. Wasserkuh. So. Und an der Stelle bedanke ich mich dann fürs Zusehen. Wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die Region dann befrieden. Tschüss.